Spar, was? Jede Woche. Und du hast schon wieder Angst, dass ich Taschentücher verteile, weil dein FC Bayern verloren hat. Lohnt sich aber dran, ne? 1-2 gegen Stuttgart, ja, völlig verdient. Bis zur Meisterschaft wird es gespannt, wir müssen was tun. Na, jetzt kommt es zum Showdown, jetzt nächste Sache. Auf Schalke, der entscheidet sich's. Da gucken wir mal. Aber Schalke, 2-0 in Leverkusen, völlig souverän. Und der entscheidende Mann, der Name ist schon öfters hier gefallen. Kevin? Kevin Kurani. Beste Torschütze der Bundesliga, 17 Treffer. Und nun, Jogi Löw steht am Pranger und alle sagen, die Fans haben ja gerufen, Jogi, mach die Augen auf. So. Nationalmannschaft, eigentlich muss er da wieder rein. Die hat er auch verdient, ja. Naja, sensationelle Form, so gut war er noch nie. Und wenn du die anderen siehst im Vergleich, Miroslav Klose, der stolpert da rum, verletzt noch Sami Khedira in unserem sinnlosen Zweikampf. Dem ist ja nun völlig der Motor aus. Ja, dann kann man auch. Lukas Podolski, von dem guckt ja nur noch zu. Da hat der Geißbock bald mehr zu tun in Köln als er. Was lustig, wenn er nicht spielt, ja? Oder gewinnen so? Die? Ja, sagen wir so. 4-1 in Hannover, die Kölner, wunderbar. Und jetzt stehst du da. Gut, Gomez verletzt, kommt wieder. Kiesling verletzt, kommt auch gut. Kakao hat dieses Jahr schon 6 Tore geschossen, 8 hat er insgesamt. Der ist gut. Hat natürlich ein bisschen Kopf voll. Er will ja irgendwie wechseln. Er will ja irgendwie weg. Kevin Kurani ist übrigens auch umworben. Juventus. Juventus Turin ist das Neueste. Also irgendwie Sky Italia hat ja schon gemeldet, dass sie den nehmen. Ende nach Ende der Saison. Schalke hat ja keine Kohle. Noch nicht. Um ihn bezahlen zu können. Das ist ein Champions League Champion. 10 Millionen, ne? 10 Millionen ist ein Jahresgehalt. Ich weiß nicht, ab. Ja, so viel. Ja. Jedenfalls ist ein guter Mann. Wie bringt man nun Löw stur nach der Aktion, wann war das? 2008? Irgendwann im Oktober, beim Länderspiel gegen Russland, steht er auf, Kurani sitzt auf der Tribüne, ist bockig, wie so ein kleines Kind, weil er spielen darf. Steht auf und geht nach Hause. Macht man nicht, ist dämlich. Ist wirklich, also kindergartenmäßig. So, aber es liegt nur eine Weile zurück. Kurani bietet sich an. Und alle stehen auf jetzt und sagen, lass uns spielen. Franz Beckenbauer. Felix Magath hat gesagt, ein großer Trainer ist natürlich auch zuständig dafür, auch mal einen Fehler oder eine Entscheidung zurückzunehmen. Was ein Fehler war, ist ja eine Entscheidung zurückzunehmen, sich zu korrigieren. Er muss ja letztendlich die beste Mannschaft spielen lassen. Also ich würde es machen, ja, an der Stelle. Und das würde ihm auch keiner übel nehmen, der würde auch nicht das Gesicht verlieren. Kurani ist einfach mal ein Mann für unsere Elf, für Südafrika. Man muss da rein. Naja, da müssen wir sehen, was da noch kommt. Aber weißt du was? Entscheidung hin und her. Manche kannst du korrigieren, manche kannst du nicht korrigieren. Das ist jetzt die Schiedsrichterentscheidung. Schiedsrichter. Das wird ganz schwach. Also wenn ich Hertha Fan bin oder Vereinsverantwortlicher, ich würde ein Schreiben machen. Lutz Wagner bitte bei uns nie wieder. Der kann ja nicht mal die Abseitsregel. Langer Ball, Gekas steht im Abseits. Bewegt sich mit dem Ball mit. Dortmund Santana hat ein Kopfproblem. Wieder zurück. Er spritzt dazwischen, macht das Tor. Neue Spielsituation, Tor, ganz klar. Da bin ich enttäuscht von Klöppo. Klöppo hätte er auch mal wieder. So ein bisschen Größe. Der CV-Bundestrainer stellt sich da hin und sagt, abseits, kein Tor und sowas. Schwarze Punkte auf einer gelben Binde, das braucht er. So geht's nicht. Naja, und dann diese rote Karte für Bremen Springs, der mit so einer leichten Handbewegung trifft den da, aussortiert. Und da sind wir wieder bei Löw. Prinz aussortiert für Bremen. Khedira verletzt, Wolf ist verletzt, Hitzelsberger. Da unter anderem Riefen. Da verkaufen sie die Trikots und bei Lazio schon von der Altkleidersammlung geben sie die schon ab, weil jeder die will. Von ihm, naja. Spielt Kurani die WM? Ich hoffe und ja. Ich glaub's doch nicht. Okay, bis dann. Prost, Durst.